Hallo Freunde und willkommen zurück zu XCOM 2. Hier haben wir in der letzten Folge diese Mission endlich mal ein bisschen weiter geschafft und wollen jetzt das X4 platzieren. Und danach nochmal. So, einmal planten. Also die Terroristen müssen man länger gestört. Status bestätigt. X4 Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Wie ist denn der? Ja, wir müssen ihn wahrscheinlich selber uns irgendwo hinlegen, ne? Kann mich jemand evakuieren? Perfekt. Da kommen wir jetzt alle eben hin. Und dann haben wir das geschafft. Rücke zu Zielkoordinaten vor! Folge noch machen können. Aber dann hätte ich die Beförderung und so. Hätte ich mich damit abhetzen müssen. Bin dabei. So. Einmal rein. Alle. Kein Problem. Wie gesagt, nur Jay bleibt gerade außen vor. Aber das schon ist. Unterwegs. Den holen wir dann in der nächsten Runde noch mit rein. Was ist da drüben? So. Feuerschutz! Alle einmal Feuerschutz bitte. Bin dabei! Bestätigt! Überwachung! Mir geht nichts! Gebe Feuerschutz! So. Und. Zu beenden. Möglicher Feindkontakt. Da kommt aber nichts mehr. Doch, kommt sogar noch was. Ach, da sind die beiden. Sie haben mich flankiert. Ihr kommt zu spät. Für euch holen wir nicht. Sogar noch was Saures. Kein Treffer. Ah, komm, sehr schön. Nicht gut. Sie kommen mit Verstärkung. Menace 1-5, Vorsicht, wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Ja, das ist schön für die Verstärkung. Wird erledigt. Wir sind aber jetzt weg. Bereit zum Abmarsch. Alle einmal abhauen. Zumindest haben wir gar nicht mal so viele Schwertverletzte, das gefällt mir. Packen wir die Sachen. Ich hätte mit ihr nochmal blitzschnelle Hände versuchen können, den Typen zu töten, aber... Genau rechtzeitig! Ist immer eine Granate, das wäre lustig. Ja, weil das blendet ja seinen Zug nicht. Granate! Also können wir das noch eben nutzen. So, den Typen noch getötet. Und weg jetzt. Bin dann mal weg! Ab nach Hause! Ab so. Nach Hause! Perfekt! Oh, das lief doch. Wenn man mit den Viechern umzugehen weiß, dann. Minus 1-5, Status bestätigt, X4-Ladungen detonieren. Ich frage mich immer noch, was die mit diesem X4 gemacht haben. Das hat so eine Explosion, das ist so ein kleines Ding, weißt du? Ja, wir haben einen Feind nicht getötet. Oh mein Gott, der wird uns jetzt das Leben kosten. Wird uns Tag und Nacht verfolgen, bis er die Avenger gefunden hat. Nicht wirklich. Ziemlich schlechte Trefferquote gerade, muss ich sagen. Aber Durchschnittsschaden pro Angriff 5,84. Na gut, weil wir viel mit AOE und Mehrfachtreffern und so. Das macht schon einiges aus, muss man ja auch sagen. Plus unsere Waffen sind halt auch einfach noch besser geworden. Vor allem die Pistole. Holy shit. Die macht ja mehr Schaden mittlerweile als der, als das Sturmgewehr am Anfang gemacht hat. Das ist echt heftig. Ich meine, 9er Crit, da hat das Sturmgewehr nicht gekriegt. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, dürfen wir dann jetzt mal zurück zur Basis. Was haben wir denn so alles befördert? Wie wird befördert? Das ist super. Na, zwei Verwundete, aber auch noch nicht mal schwer verwundet. Das ist sehr gut. Verborgene Fähigkeit entdeckt. Dank der Bemühungen des fortschrittlichen Kriegszentrums hat dieser Soldat eine Kampffähigkeit erlernt, die außerhalb dessen Spezialgebiets liegt. Deckungsfeuer. Feuerschutzschüsse können nun bei jeder feindlichen Aktion... Oh, perf. Das ist richtig gut auf dem Sniper. Serie.
oder Schuss. Ich feuere deine Pistole dreimal auf dasselbe Ziel ab. Das ist auch. Das ist beides gut. Verdammt. Ich nehme die Serie. Die ist vielleicht sogar noch ein Tag besser als die Schussserie. Die Schussserie hat mal Abhängigkeit von 3 Runden. Ja gut, die Serie auch, aber. Können fortschrittliche Magazinerweiterung. Die Zerstörung der Alien-Einrichtung wirft die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt sicher stark zurück. Zumindest für den Moment. Gut gemacht, Commander. Verdammt, wir haben die. Wir haben ja keinen Panzer von den Dingens bekommen, von den Torwächtern, weil wir uns evakuiert haben. Evakuieren haben lassen. Verdammt. Die Zerstörung der Alien-Einrichtung in Ostasien hat den Bemühungen der Aliens bezüglich ihres Avatar-Projekts einen empfindlichen Schlag versetzt, Commander. Ihre heutigen Taten lassen keinen Zweifel daran, wie entschlossen die Menschheit ist, die Kontrolle über die Erde zurückzuerlangen. 3 Punkte zurück. Sehr gut. Ja, wir haben kaum Infos. Das werden wir demnächst mal ändern. Allerdings muss dafür die Forschung vorangetrieben werden. Boah, das ist so gut. Das ist wirklich gut. So, haben wir irgendwas. Wir könnten Kontakte herstellen schon mal. Das wäre an sich nicht doof. Wir könnten den letzten Kontakt in Ostasien in Westasien herstellen. Das wäre der hier in Neuindien. Oder wir fangen Ozeanien an. Ja. Oder wir machen es mal so. Wir sitzen da mal. Ja, wir haben keine Vorräte. Okay. Setze Kurs auf Sektor 10. Machen das erstmal so. Die östliche USA. Wir heilen unsere Leute jetzt schneller. Und werden dann demnächst mal wieder. Ein zeitkritischer Einsatz wartet auf uns. Wir können unsere Scans hier immer noch später beenden. Aber wenn wir diesen Einsatz versäumen, könnte dies einen spürbaren Rückschlag für die Widerstandsbewegung bedeuten. Legierungspanzerung verleiht Advent-Einheiten zusätzliche Rüstung. Unschön. Wir würden einen Ingenieur kriegen. Hier würden wir Vorräte kriegen. Informant beim Widerstand reduziert die Zeit bis zum Vergeltungsschlag um 2 Wochen. Auch unschön, hier sind dann nachher Andromedon waren die ekelhaften Viecher. Sektoid, Sektopod, Elite-Schildträger. Und hier hätten wir Krach 80 Infos, Wachsamkeit, den Erkennungsbereich aller Feinde. Na, ich glaube, wir nehmen das hier. Hier kriegen wir zwar in Anführungszeichen nur einen Ingenieur, aber Ingenieure sind relativ wichtig und diese zusätzliche Rüstung ist halt auch scheiße. Außerdem kriegen wir hier einen Torwächter, den wir dann untersuchen können. Wird zwar schwer, und wir müssen irgendeinen Gegenstand aus einer Advent-Einrichtung, aber sehr schwer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, kriegen wir schon hin. Westliche USA. Verdammt, jetzt sind unsere Einheiten nicht fit. Gerade Jay ist nicht fit, das ist sehr schlecht. So. Ja, wir haben kein Heil. Ne, wir brauchen kein Heil-Spezi. Und ja, ich hatte ich doch zumindest so ein bisschen zum Heilen ausgekoren. Und noch einen anderen Ranger. Nur Private. Gott. Okay, dann nehmen wir diesmal keinen Ranger mit, dafür 2 Spezialisten. PKS
Ja, ausweichen. Ja, kannst du mal. Rüstung freigeben. Kannst du nämlich mal den Exorzist machen. Ihr beide habt das. Wir brauchen demnächst nochmal einen weiteren Zug und Zug. Aber nicht jetzt. So. Dann starten wir auch schon direkt den nächsten Einsatz. Und hoffen, dass der nicht so schwer wird, auch wenn er sehr schwer ist. So, interessant wird vor allem, wo dieser Torwächter sein wird. Widerstandskontakte hat uns auf eine Advent-Patrouille hingewiesen, die in diesem Gebiet ein sicheres Datenarchiv lagert. Die Daten darin könnten wichtig für den aktuellen Einsatz der Aliens sein. Wir dürfen uns die Gelegenheit zur Verlangsamung ihrer Fortschritte nicht entgehen lassen. Also holen wir uns diese Daten. Neutralisieren Sie alle Feinde in der Nähe und sichern Sie das Gebiet. Ich hoffe, es gibt kein Zeitfenster. Zeitfenster wäre jetzt echt nicht so weit. Ich vermute, wir gehen nicht verborgen rein, oder? Menes 1-5, wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Ungut. Wir wissen nichts gerade. Wir haben aber Zeitdruck. Zeitdruck gefällt mir. Position bestätigt. Feind gesichtet. Ja, natürlich direkt nach euch an. Oh, fuck. Ich rücke aus. Sicherheitshalber dann auch nochmal zu uns. Mein guter Bones. Bestätigt. Möchtest doch bestimmt mal gucken, was wir dafür kriegen, den schweren Mech zu übernehmen. Umprogrammierung aktiviert! Beziehungsweise was wir dafür eine Chance haben. Wollen wir es einfach mal riskieren? Moment, ich habe nicht gespeichert. Ich weiß, das ist jetzt feige, aber wir speichern jetzt einmal. Und dann versuchen wir, den mal zu übernehmen. So. Holen wir uns diesen Bot! Ja, versuchen wir. Weil die Kontrolle über einen schweren Mech zu übernehmen, könnte echt interessant werden. Schon? Jawoll! Nice. Feindkontrolle. Perfekt. Ah, wundervoll. Das haben wir doch gerne. Geschafft! Sie können uns sehen! Dass wir jetzt auffliegen, das war leider zu erwarten, beziehungsweise so klar. Da
wird eine Überraschung. So, das trifft die beiden. Das ist schon mal schade, den ich anrichte. Wir müssen auch immer noch aufpassen, es können überall noch Dingens rumfliegen. Wie heißt's? Gesichtslose. Na los, zeigt euch! Das wäre nicht schön, die zu finden. Hoffentlich lohnt sich das. Zumindest nicht unvorbereitet. Schmerzen im Anflug! Schalten wir den einen schon mal aus und der Archon hat schon mal tierisch die Nase gekriegt. Ich sehe jetzt erst, dass da vorne so ein Schildträger steht. Das ist gar nicht mal so nett. So, der schwere Mech. Der hat Mikroraketen. Großer Schaden in einem kleinen Bereich. Na, gehen wir erstmal da rein. Mal gucken, was hätten wir denn? 50% oder 20%? 3 bis 5 Schaden, das ist ja nix. Streitschuss für 4 Schaden. Holy shit. Ich meine, ich beschwere mich da jetzt. Und los geht's. Definitiv nicht. So. 3. Versuchen wir es vielleicht gerade mal noch zu vermeiden. Und dem Kerl erstmal ein bisschen Rüstung weg. So. Der ist immer noch gehackt. Das heißt, den behalten wir auch erstmal noch. Was machen die anderen? Der geht jetzt im Nahkampf, okay. Prügeln die sich halt gegenseitig kaputt. Irgendwie ist der ein bisschen verbuggt, der Roboter. Na, du schützt dich. Das war's. Perfekt. So. So, du darfst mal. Oh, verdammt. Ja, der wurde auch geschützt. Das ist echt uncool. Das Spiel leckt darum, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Nein, die blitzschnellen Hände. Na komm. In der Hoffnung, dass sie trifft. Sehr schön. Geht zwar ein bisschen mal auf die Rüstung, aber der Kerl brennt auch noch. Und dann. Ja, Konfrontation. Fangen wir bei dem an. Dadurch, dass der brennt, dürfte der auch gleich sterben. Der Kerl wird leider nicht getroffen. Den auch nicht. Den schon. Sehr gut. Abschuss! Das löst auch schon den Kampfrausch aus. Was ist das denn für ein Bullshit, bitte? Roger! Hau den mal bitte weg. Feind erledigt. Dann
würde ich mal sagen, nehmen wir uns gerade mal schnell den Mac. Starten. Ich hoffe, dass in der Aufnahme, wenn überhaupt, genauso laggt wie bei mir und nicht, dass es wieder so ab so nicht zu ertragen ist. Ist es auch sicher? Ja, versuchen wir mit dem mal zu treffen, das wäre schön, wenn wir den. So. Kein Problem. Mal hin. Mir entgeht nichts. Bin unterwegs. System. Gucken wir mal, was wir dadurch kriegen würden. Reduziert den feindlichen Willen um 50%. Oh. Okay. Wir würden eh nur. Ja, auflegen. Schade. Egal. Nicht ins Menü, das wollte ich. Es gehört noch Ihnen! Ja, das stört mich aber nicht. Das stört mich ehrlich gesagt gerade herzlich wenig. So, Werwolf. Zu Befehl. Einmal da vorne hin. Ich habe gehört. Machen wir zumindest noch. Na, wobei, ich würde gerne den Mac noch eine Runde tanken lassen. Ehrlich gesagt. Scanne Gebiet. Machen wir das so. Der Mac steht da auf dem Präsentierteller. So, der Kerl ist verbrannt. Schwerer Mac ist immer noch gehackt. Das heißt, der gehört auch noch nicht denen. Das wäre jetzt natürlich das Ultimative gewesen, wenn der jetzt wieder zurück übergelaufen wäre, sozusagen. Deren Mac, ne? So, du bleibst jetzt wieder an der Leiche wieder, ja, ja. Das hat man auch schon lange nicht mehr, dass die Typ überhaupt vorkam. Aber der Kerl stirbt jetzt eh gleich, also sehe ich da kein Problem. Also ich vermute, dass das hier ein Gesichtsloser ist, einfach weil der nicht wegrennt. Die müssen beide sterben. Da hat's Boom gemacht. So, auf jeden Fall machen wir jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, wie gesagt, dass das Laggen in der Aufnahme nicht ganz so schlimm ist wie bei mir. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr werdet das hier sehen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich von euch für heute von XCOM 2 und wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Wenn wir die Mission hier zu Ende bringen. Bis dahin, ciao Freunde.